Siebter Tag. Neues. Ob das wieder sieben stimmt, wie gesagt. Kann sich gut rechnen, die Benni kann doch Benni schon gezeigt, ich werde mal. Ja, das sieht so sowieso schrecklich. Heute habe ich schon gekauft, ihr habt schon noch alles mit drin. Nehmen wir uns nochmal Stabilisation im Bauch und zwar Planke, auch diesmal in verschiedenen Variationen. Wir gehen erstmal in die Standardplanke, also quasi Unterarm. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr hier stabil haltet, das nicht bewegt, schön stabil halten hier rum, Kopf gerade und ich versuche euch mit der Birne hier abzustützen. Ja, manche versuchen sich immer jetzt gerade wieder so instinktiv versuchen, diese Stirn abzustützen. Ja, wir gucken dabei quasi gerade, aber es nach vorne am besten oder halten den Kopf gerade. Du musst jetzt nicht hochgucken, dass er versteckt. Wichtig ist, dass wir hier ja, das Puddingband alt. Das ist erstmal so der Standard, ja? Genau. In der ersten. So, dann könnt ihr, dann macht ihr eine Minute Pause. Guckt immer, dass ihr so lange haltet, wie ihr könnt. Und dann geht er die kurze Plank. Das heißt, ihr kommt hier nach vorne und kommt mit den Schultern über den Ellenbogen. Mach mal mit, zeigst du mal. So, und wir gucken. Ja, ja. Kommt einmal hier nach vorne, genau. Und die halten auch so lange wie ihr könnt. So, dann macht er wieder eine Minute Pause und dann macht er eine lange Plank. Das heißt, ihr seid hier mit euren Schultern deutlich hinterm Ellbogen. Okay, und das haltet ihr auch so lange wie ihr könnt. Und dann macht ihr noch eine Minute Pause. Und hier zieht ihr auch mal so ein paar Wellen durch. Ich denke mal, drei Wellen sind auf jeden Fall. Also Standardplanke, die Schultern sind über den Ellbogen. Dann die kurze Planke. Ihr geht quasi mit den Schultern nach vorne rein. Und dann die lange Planke. Ihr geht sozusagen hinter die Ellbogen mit anziehen. Okay, und dann haben wir schön den Bauch. Ja? Sportfrei, Kinders, bis gleich. Sportfrei!